Herzlich willkommen zu unserem Live-Webinar am Donnerstagabend. Wir betrachten die vergangenen etwa 3 bis 4 Wochen. Das letzte Webinar hatten wir ja Ende August bereits. Das heißt, wir haben jetzt heute den 19. September. Die letzten 3, 4 Wochen schauen wir uns an, wie es an der Börse gelaufen ist. Und ich will es gleich vorwegnehmen. Es ist traditionell eine Phase in der Börse, wo sich Aktienmärkte tendenziell eher schlecht tun. Saisonal, so spricht man davon. Ist es eine Zeit, wo es eher schlecht läuft, und genauso ist es leider auch bei unseren Fonds gegangen. Wir werden da im Detail auch noch Ihnen zeigen, was genau da passiert ist und was Sie jetzt auch noch davon erwarten können. Als große Überschrift haben wir Ihnen auch nochmal den großen Themenblock der ESG-Vorschriften mitgebracht, und hier schauen wir natürlich drauf, welche Einflüsse hat es eigentlich auf Ihr Geld, auf Ihre Investments, auf Unternehmen. Da geht es ja nicht nur um Umwelteinflüsse oder Umweltverordnungen, die Unternehmen sich überlegen müssen oder sogar umsetzen müssen, sondern da geht es dann auch noch darum, zum Beispiel brauchen wir heute nicht mehr nur eine Damentoilette und eine Herrentoilette. Dieses Konzept hat sich meiner Meinung nach jahrhundertelang bewährt. Jahrtausende, könnte man sagen. Jahrtausende oder vielleicht sogar seit es die Menschheit gibt, wer weiß das schon. Aber jetzt brauchen wir seit neuestem eine diverse Toilette auch noch. So, und das sind also Dinge, wo wir glauben, dass die eine oder andere Sache nicht in die Richtung geht, wo es hingehen sollte. Aber da würde ich dann tatsächlich schon gleich mal an dich übergeben. Du hast da ganz viel vorbereitet. Genau. Und ja, würde ich sagen, Pascal, it's your turn. Ja, vielen Dank, Florian, für die Einleitung. Sie sehen es jetzt schon an unserer Startfolie. Wir haben mal ChatGPT gefragt, wie siehst du denn ESG, positiv bzw. negativ? Und ChatGPT hat das natürlich brav, konform der herrschenden Medienmeinung dargestellt. Die linke Seite, alles ist grün, alles ist schön, der Himmel ist blau, ein paar Wölkchen, ich sehe noch 3 Vögelchen, die fliegen. Und die rechte Seite, alles böse, Schornsteine, Firmen, alles ist grau. Und wir wollen mit Ihnen heute mal drüber sprechen, ist es wirklich so schwarz und weiß, beziehungsweise so grün und grau, oder sieht die Welt dann doch ein bisschen anders aus? Unsere üblichen Disclaimer kennen Sie. Wenn Sie mal eine ruhige Nacht haben, dann schauen Sie sich natürlich da gerne mal durch und schauen nach, für wen unsere Fonds dann im Endeffekt geeignet sind. Ein Blick auf die Agenda. Wie gesagt, wir besprechen heute mal das Thema ESG als grundlegende Anlagestrategie. Dann schauen wir uns die Max-Otte-Fonds an. Wie war es im August, aber jetzt auch schon die ersten Septemberwochen. Selbiges auch mit dem IAB-Fonds. Und am Ende stellen wir uns natürlich wie immer gerne Ihren Fragen. Ja, Thema ESG. Bereits 2022 gab es die ersten Widerstände gegen dieses Thema. Zwar ist es so, dass die Bereiche ESG, also Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmenskultur, immer wichtiger wurden oder immer relevanter wurden für Marktteilnehmer, also für Investmentfonds, sowie auch für uns beispielsweise. Also das ist zumindest von außen an uns herangetragen wurde, dass es immer wichtiger wird. Und das hat dann auch viele Investmententscheidungen immer mehr beeinflusst. Und das hat aber auch langsam zu Gegenreaktionen geführt. Und diese konnten wir als erstes beobachten, wie gesagt, 2022 in Texas. Dort hat der sogenannte Comptroller, das ist sozusagen der oberste Rechnungsprüfer in diesem US-Bundesstaat, eine eigene schwarze Liste veröffentlicht, wo es dann nicht mehr darum ging, wie es sonst andersrum ist, also das Unternehmen böse Kohleunternehmen oder böse Ölunternehmen auf Listen setzen, sondern da haben es einfach die Texaner mal umgedreht und haben gesagt, wir schauen uns jetzt Unternehmen an, Banken oder auch Investmentgesellschaften, die das Grundgeschäft oder beziehungsweise etwas, was in Texas sehr wichtig ist, also die Öl- und Gasförderung, die Öl- und Gasindustrie, und die diese eben boykottieren. Und da hat man sich dann entschieden, diese auf eine schwarze Liste zu setzen. Das waren unter anderem BlackRock als größter Finanzdienstleister der Welt, UBS, die Credit Suisse, als es sie damals noch gab, aber auch die französische BNP Paribas ist beispielsweise auf der Liste. Und mit diesen Unternehmen ist es den Kommunen und dem Staat Texas nun verboten, weitere Vertragsbeziehungen einzugehen. Beispielsweise darf jetzt die Stadt Dallas mit der UBS keinen weiteren Vertrag über Festgelder oder generell über eine Kontoverbindung eingehen. Das ist komplett verboten worden, jetzt sozusagen auf dieser Seite. Und die Liste besteht bis heute. Die kann man auf der entsprechenden Seite in Texas kann man die abrufen. Und dort steht auch weiterhin die UBS und auch BlackRock stehen immer noch drauf. Ja, das hat dazu geführt, dass auch BlackRock etwas ins Nachdenken kam. Es war sehr lange so, dass CEO Larry Fink das Thema ESG
sozusagen in jeder öffentlichen Diskussion, wo er war, auch thematisiert hat. BlackRock hat sehr, sehr viele ESG-Fonds an den Markt gebracht, die eben ein bestimmtes, eine darauf basierende Investmentstrategie eben haben. Und jetzt hat er festgestellt, jetzt kommen so die ersten Widerstände. Und dass man sich so ein bisschen von der realwirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt hat, das kommt dann in der Realwirtschaft dann doch einfach nicht gut an. Und so war Larry Fink dann auch auf einem Energiegipfel, der extra dafür stattgefunden hat, dass BlackRock und Texas sich wieder etwas näher kommen und wieder etwas besser ins Gespräch kommen. Und da sehen wir, dass das selbst ein Unternehmen wie BlackRock dazu führen kann, wenn denn die Widerstände entsprechend groß sind, dass auch da ein Umdenken stattfindet und man sich dann von ideologisch getriebenen Investmentstrategien dann doch abwendet. Ja, so ist es auch. BlackRock reduziert die Unterstützung für ESG-Aktionärsanträge deutlich. Das heißt, gab es Anträge von Minderheitsaktionären, dass bestimmte ESG-Kriterien eingehalten werden sollten, dann war es dann so, dass BlackRock dies in der Vergangenheit immer vollmundig unterstützt hat. Und das sind jetzt Dinge, die jetzt auch wiederum zurückgehen. Ein Punkt ist sicherlich auch, weil wegen des ESG-Ansatzes die eine oder andere Klage mittlerweile auch schon bei BlackRock eingegangen ist. Und wir sehen hier ein klares Umdenken auch bei BlackRock selber, eben aber auch bei anderen Marktteilnehmern. So titelte die Zeit zwar im Januar 2024, Schluss mit Nachhaltigkeit, strenge Kriterien stoßen immer mehr auf Kritik. Und wir haben hier einen Kommentar von einem Lipper-Analyst. Die Attacken aus der Politik und das schlechtere Abschneiden der ESG-Investments seien der perfekte Sturm für die bisher so beliebte Kategorie. Was hier ganz wichtig ist, auch das schlechtere Abschneiden der ESG-Investments. Bis dahin war es so, dass viele Investoren dann sich mit einem mohlig warmen Gefühl eben in diese ESG-Fonds investieren konnten und sagen, ja, ich mache die Welt besser und es wird alles grün und es wird alles schön und die Umwelt ist toll und dann habe ich gleichzeitig auch noch eine tolle Rendite. Und nachdem dann gerade in 2022 auf einmal die Nachfrage nach Energie nochmal anstieg, beziehungsweise sich eben viele Umbrüche gab auf dem Energiemarkt und eben die Preise massiv angestiegen sind und dann die Rendite auf einmal nicht mehr da bei den über die Wiese tanzenden Investments war, sondern eben da, wo es einfach in der Realwirtschaft notwendig ist, und zwar bei Öl und Gas, bei Energie einfach, hat man dann gesehen, dass auf einmal die Rendite dann nicht mehr stimmt. Und auch da gab es dann ein Umdenken. Und es wird jetzt sogar von einem Kulturkampf um ESG gesprochen. Die grüne Geldanlage und gerät unter Druck. Und der Spiegel sieht sogar ein Ende des Woken-Kapitalismus, was dann für den Spiegel dann doch wohl eine ungewöhnliche Feststellung ist, möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal behaupten. Schauen wir auf das Thema Rohstoffunternehmen. Wir haben einen großen Kohleförderer, ein großes Rohstoffunternehmen ist Glencore. Und da gab es die Idee, dass man doch bei Glencore, die überwiegend Kohle abbauen, dann doch das Kohlegeschäft einfach aus dem Unternehmen herausspinnen sollte. Das ist von ESG-Aktivisten sozusagen eingebracht worden für die Hauptversammlung, dass man darüber abstimmen sollte. Da haben die Aktionäre dann aber im Endeffekt einen deutlichen Dämpfer ausgedrückt. Das heißt, die Aktionäre, die anderen Anteilseigner am Unternehmen, haben gesagt, ja, ihr spinnt wohl. Glencore ist ein Minenunternehmen und ein Minenunternehmen muss eine Mine betreiben. Sonst ist das Geschäftsmodell einfach weg. Es geht so nicht. Und da auch wieder die Rückkehr zur Realwirtschaft. Und da haben wir dann gesehen auch, dass im Endeffekt ein Unternehmen, eine Aktiengesellschaft, im Endeffekt auch wieder ein Abbild eines basisdemokratischen Systems ist. Das heißt, wenn die Mehrheit dann doch zur Rationalität zurückkehrt und man sieht, das sind Dinge, Kohle wird einfach immer noch gebraucht. Wahrscheinlich sind wir uns alle einig, wenn man irgendwann Kohle nicht mehr braucht, sondern man kann alles mit grüner Energie machen und ohne CO2, wird wahrscheinlich niemand was gegen haben. Aber es muss auch funktionieren, es muss auch möglich sein. Und das sind Dinge, die müssen sich einfach natürlich entwickeln und die müssen sich durch die Marktwirtschaft entwickeln. Und es ist nicht möglich, indem man einfach sagt, wir hören jetzt auf. Selbiges sehen wir ja auch in Deutschland. Nur weil man sagt, man hört mit Kohle auf, man hört mit Atomenergie auf, bedeutet das ja nicht, dass die Nachfrage nicht da ist. Mittlerweile fangen wir an, Strom zu importieren und es ist in der Regel entweder Kohlestrom aus Polen oder Atomstrom aus Frankreich. Da sehen wir, dass Ideologie einfach kein guter Ratgeber ist für Unternehmensentscheidungen. Und noch ein weiteres Beispiel aus Australien, das ist Fortescue. Die wollten
ganz revolutionär, grünen Stahl mit Wasserstoff erzeugen. Und das ist ganz groß angekündigt worden, ist man in die Medien mitgegangen, man ist durch Talkshows getingelt. Ja, und auf einmal muss man feststellen, das klappt wohl doch nicht so wirklich gut. Und jetzt müssen leider 700 Mitarbeiter entlassen werden und der ganze Sektor wird geschlossen. Und im Endeffekt hat es nur Geld gekostet. Und das ist generell sowieso eine große Komponente, die in diesem ESG-Investments anhaften. Und zwar, dass es einfach, oder dass diese ESG-Vorgaben, die kosten einfach Geld. Ich brauche einen Diversity-Beauftragten. Ich muss eventuell infrastrukturell etwas Dinge ändern, wie beispielsweise eine dritte Toilette einführen. Es gibt große Diversity-Vorgaben. Ich brauche einen Umweltbeauftragten, der braucht dann wiederum eine eigene Abteilung. Denken wir auch an das Lieferkettengesetz, das die EU verabschiedet hat. Es ist einfach mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden, die im Endeffekt aber einen sehr geringen oder eigentlich gar keinen Mehrwert bringen. Weder für die Umwelt noch für die Personen selber, die damit eigentlich unterstützt werden wollen. Und deshalb sehen wir das eher kritisch. Unser bester Wirtschaftsminister aller Zeiten, der Herr Habeck, hält trotz massiver Kritik an seinem grünen Stahl fest. Ein O-Ton, die Messe ist gesungen, es wird weltweit passieren. Die Frage ist, passiert es auch in Deutschland? Anscheinend scheint es aber in Australien erstmal nicht zu passieren. Ja, und wir sehen einfach hier, das ist das ESG und das insbesondere das E, also das Environmental bzw. das Umwelt, dass gerade das eben extrem politisch und ideologisch motiviert ist und einfach an der Realwirtschaft vorbeigeht. In Deutschland wird man schauen müssen, was passiert. Allerdings wird die Welt wohl kaum dem deutschen Vorbild folgen. Damit kommen wir dann für uns auch zum Punkt, warum wir uns eben nicht von ESG oder diesen ESG-Vorgaben leiten lassen. Und zwar, ich habe es jetzt bewusst immer wieder mal gesagt, wir investieren in die Realwirtschaft und eben nicht ideologisch getrieben in irgendeine Utopie, die sich irgendein Think Tank mal ausgedacht hat, sondern wir schauen uns an, was braucht die Welt, welche Unternehmen braucht die Welt und die Unternehmen und die Welt und die Wirtschaft braucht im Moment einfach noch Kohle, Gas, Stahl, Kokskohle, auch Atomenergie und wir befinden uns in dieser realen Welt und investieren auch in dieser realen Welt. Auch wenn das vielleicht eventuell in 40, 50 Jahren mal anders sein wird. Aber in den nächsten 10, 20 oder 30 wohl eher nicht. Wir verwenden stets nur eigenes Research, weshalb wir uns auch, da komme ich direkt zum nächsten Punkt, eben nicht auf irgendwelche ESG-Ratings verlassen. Weil eben unklar ist, wie kommen diese zustande, wie sind die Kriterien. Es passiert durchaus, dass eine Ratingagentur das Unternehmen mit A bewertet und die nächste bewertet das Unternehmen mit B. Und dann fragen wir uns, wie kommen denn diese unterschiedlichen Ergebnisse zusammen? Dann gibt es Unternehmen wie zum Beispiel unsere Yellowcake, die wiederum in Anführungszeichen so klein ist, dass sie gar nicht bewertet wird. Was nicht bewertet wird, ist böse, hat automatisch ein schlechtes Rating. Und das sind Dinge, daran wollen wir uns nicht orientieren, daran können wir uns auch nicht orientieren. Und deshalb halten wir uns von dieser Investment, ich nenne es jetzt mal Strategie, halten wir uns fern. Da die Vorgaben oftmals einfach nur von Politikern, von Bürokraten stammen, die sich von Wirtschaft und auch von der Realität im Endeffekt wirklich abgekoppelt haben an dieser Stelle. Und deshalb bleiben wir dabei nicht. Schauen wir jetzt, nachdem wir das Thema ESG mal abgehandelt haben, auf die Max-Otte-Fonds, wie sie sich im August bzw. auch im September geschlagen haben. Der Florian hat es zu Eingang ja schon angesprochen. Der Sommer und gerade der September sind auch historisch gesehen eher schlechte Börsenzeiten. Das haben wir jetzt auch in den Fonds gesehen. Es ging im August runter. Max-Otte Multiple minus 1,4 in Euro, minus 2,7 in Franken. Beim Vermögensbildungsfonds waren es minus 1,35. Den IRB Strategy Fund hat es etwas stärker getroffen im August mit minus 5,79. Und auch im September auf Basis des heutigen Tages, den 19.09., sehen wir, dass es am heutigen Tag ging es jetzt aufgrund der FED-Entscheidung wieder hoch. Wir sehen trotzdem noch ein Minus beim Max-Otte Multiple von minus 1,1, in Franken minus 0,7, beim PI Vermögensbildungsfonds minus 1,6 und beim IAB Strategy Fund minus 1,09. Auf Jahressicht sind wir grundsätzlich immer noch zufrieden mit der Performance. Beim Max-Otte Multiple ungefähr 9% plus, in Franken sogar 10%, im Vermögensbildungsfonds 5,3% und auch im IAB Strategy Fund haben wir ein Plus von rund 5%. Das war natürlich Anfang des Jahres besser. Wie gesagt, wir hatten jetzt im Sommer eine etwas schwächere Börsenphase. Wir gehen aber schon davon aus, dass es weiterhin auch etwas turbulent sein kann an den Börsen.
weshalb wir in den Max-Otte-Fonds die Liquidität auch etwas erhöht haben, um dann auch kurzfristig mal zuschlagen zu können. Dass es aber eventuell dann doch jetzt zum Jahresende dann doch etwas kräftiger hochgeht, durchaus möglich, das werden wir noch sehen. Da kommt der Florian auch später in seinem Teil nochmal zu. Wir haben nicht viel gemacht. In den Max-Otte-Fonds haben wir Alpha Metallurgical nochmal nachgekauft. Wir haben uns von Checkpoint Software vollständig getrennt. Ich komme direkt danach dazu. Im IAB Strategy Fund habt ihr jetzt in den letzten Wochen die Füße stillgehalten. Der Florian wird auch nochmal erzählen, warum. Werfen wir einen Blick auf Alpha Metallurgical. Wir haben es ja in bisherigen Webinaren schon mal vorgestellt. Es ist ein führender Förderer von Kokskohle in den USA. Kokskohle ist einfach unersetzlich für die Produktion von Stahl, weil nur Kokskohle die entsprechende Temperatur auch erzeugt. Zwar gibt es mit grünem Wasserstoff schon Modellprojekte, allerdings nichts wirklich, was jetzt schon wirklich voll einsetzbar wäre. Deshalb bleibt der Rohstoff für uns auch absolut notwendig. Wir sind schon vor ungefähr einem Jahr eingestiegen, hatten dann auch einen Teilverkauf mal durchgeführt und konnten da auch einen schönen Gewinn realisieren. Die Preise waren in der Zwischenzeit deutlich angestiegen, sind jetzt wieder etwas zurückgekommen wegen der Rezessionssorgen, die waren bezüglich der USA am Horizont. Aktuell ist da wieder eine kleine Trendumkehr zu erkennen. Wir haben deshalb nochmal nachgefasst, sind auch etwa 5% im Plus seit der Neuaufnahme und bleiben vorerst auch dabei. Wo wir uns getrennt haben, ist Checkpoint Software. Auch die haben wir im letzten Jahr aufgenommen. Ist einer der führenden Anbieter für Netzwerksicherheit, was gerade in einer Welt, in der immer mehr in die Cloud geht, es immer wichtiger wird. Das Unternehmen ist hochprofitabel mit einer Bruttomarge von 88%. Wir haben eine hohe Eigentümerposition des Gründers von 20%. Finden wir alles wunderbar. Auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung jeweils über 5% die letzten Jahre. Ist jetzt kein übermäßiges Wachstum, aber ein konstantes, gutes Wachstum. Die Verkaufsgründe sind deshalb auch gar nicht in dem Sinne operativ, sondern es gibt zwei Hauptgründe. Das ist einmal, wir haben jetzt hier an dieser Stelle verkauft und da eine schöne Gewinnmitnahme von ungefähr 50% bis zu unserem Verkauf gehabt. Gleichzeitig wollen wir auch etwas Liquidität aufbauen, weil wir durchaus davon ausgehen, dass es vielleicht mit steigender Tendenz, aber trotzdem turbulent nach oben gehen könnte. Und Checkpoint Software ist in Israel beheimatet, weshalb wir da aufgrund der geopolitischen Situation dann auch etwas vorsichtiger sein wollten einfach. Ja, ein weiteres Dauerinvestment für uns ist und bleibt Gold. Wir haben jetzt nochmal nachgekauft vor kurzem. Unser Durchschnittspreis liegt jetzt im Max-Otte-Multiple bei physischem Gold bei 1865,40 € je Feinunze. Wir halten aktuell 146,74 Kilo Gold im Fonds. Das ist viel. Das klingt auch viel, das ist, man würde es sich gerne mal anschauen. Und der Goldpreis steigt bei politischer Unsicherheit, Nachfrage der BRICS-Staaten bleibt hoch. Und wir haben aber, obwohl wir jetzt auch vor kurzem nochmal nachgekauft haben, trotzdem ein Plus von 38% seit Kauf und halten die Position auch weiter, auch aus Sicherheitsgründen. Genau, danke dir, schön gemacht. Pascal hat es bereits schon vorweggenommen. Wir haben in den letzten Wochen überhaupt gar nichts gemacht. Wir hatten ja auch im letzten Webinar darüber gesprochen, dass wir den Fonds, einige Positionen uns davon getrennt haben, einige neu aufgenommen haben, die haben sich auch gut entwickelt. Der Fonds oder die Fondsentwicklung war dennoch schlecht, weil die zwei größten Positionen sich schlecht entwickelt haben. Das ist einmal Coinbase, wie Sie wissen, und das andere ist LVMH, Louis Vuitton. Und da möchte ich Sie mal ein bisschen mitnehmen, warum das gerade passiert, wie wir damit umgehen und was wir davon erwarten. Und der Grund, warum das passiert, ist am Ende des Tages die Liquidität. Sie müssen sehen, und das habe ich Ihnen hier in den Chart auch mitgebracht, der Bitcoin-Preis verhält sich quasi 1:1 mit der globalen Liquidität. Und Sie sehen auch, dass im März da ein Peak war an den Liquiditätsmärkten sozusagen. Und der ist jetzt abverkauft worden oder das Tief war jetzt Ende August, Anfang September. Auch da war das Tief im Bitcoin zu sehen, bisher zumindest. Könnte vielleicht sogar sein, dass im Bitcoin das kurzfristig nochmal runtergeht. Wir erwarten allerdings, dass es jetzt kurzfristig oder mittelfristig stark ansteigt. Sie sehen an der rechten Skala, also hier von einem Kollegen von Royal Paul auch entnommen, die Skala oder das gesamte Chartbild, dass wir da auch die Preise mitgehen, $90.000, durchaus in diesem Jahr noch. Wir würden da sogar noch tendenziell sogar noch weiter gehen und darüber hinaus noch weiter deutlich steigen. Das heißt also, für all diejenigen, die heute darüber nachdenken, wie hat sich dieser Fonds entwickelt, darf ich dazu einladen,
nachzukaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben kein einziges Stück verkauft. Wir haben die gesamte Bewegung gesehen. Was wir allerdings gemacht haben, wir haben im großen Maße vermietet, die Aktien vermietet, haben hohe fünfstellige Einnahmen für Sie als Anleger erzielt und Anlegerinnen natürlich und sind jetzt da in der Lage auch nachzukaufen. Das ist das, was wir gemacht haben, aber wir haben bewusst nichts verkauft. Das will ich also klar dazu sagen. Wir hätten das vorher sehen können oder machen können, haben wir nicht gemacht. Wir haben eine ganz andere Idee, wo das hingeht und bin auch fest davon überzeugt, dass wir zum Jahresende Ihnen dann wieder sehr, sehr tolle Zahlen präsentieren dürfen. Jetzt gerade in den Sommermonaten gab es den Rücksetzer. Ich bringe noch ein paar mehr Charts mit rein, denn das war auch so ein Stück weit zu sehen. Ja, das ist die Saisonalität, wie entwickelt sich's? Und das ist jetzt auch nochmal ein bisschen adjustiert für das Jahr eine US-Wahl. Also US-Wahljahre sind damit adjustiert worden. Und auch da sieht man, dass im August und September sich letztendlich die Preise eher seitwärts, sogar bis hin zu fallend entwickeln. So, jetzt sind wir aber heute ja schon am 19., morgen ist der 20. und bald ist Ende September. Tatsächlich, es geht rasend schnell. Ne? Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir jetzt kurzfristig dann auch wieder steigende Preise im Bitcoin sehen, was natürlich dann auch wieder für Coinbase extrem gut sein wird. Und auch hier nochmal last but not least drüber gelegt, wie hat sich es denn bisher entwickelt? Und Sie sehen auch wieder hier an der rechten Preisskala, das ist die, die für uns etwas ausschlaggebenderer ist, wie wir erwarten, wie sich das jetzt kurzfristig entwickelt. Heute geht es sehr stark nach oben. Bin gespannt, wie es jetzt dann die nächsten Tage und Wochen noch weitergeht mit dem Bitcoin. Kurzfristige Rücksetzer sind noch möglich, will ich dazu sagen. Wären für uns eher der Punkt, wo wir nochmal nachkaufen würden. Wir würden nicht verkaufen. Das sage ich Ihnen ganz klar dazu. Bitcoin ist Liquidität und damit schließe ich dann auch den Vortrag, auch Louis Vuitton. Ja, Louis Vuitton tut sich sehr, sehr schwer in Asien, in China insbesondere. Und da sehen wir aber inzwischen wieder Tendenzen, wo die chinesische Regierung jetzt stark eingreift und halt den Konsumenten, aber auch die Industrie, die gesamte Wirtschaft unterstützt. Sie haben die Zinsen schon seit längerer Zeit gesenkt, arbeiten da auch mit Geldmarkt oder mit geldpolitischen Themen, wie sie die Wirtschaft noch mehr mit Geld versorgen können. Also hier steigt auch die Liquidität innerhalb Chinas, das kann man messen. Und wenn dann eben wieder mehr Geld für den Konsumenten und die Industrie da ist, gehen wir davon aus, dass auch der Konsum auch im Luxusbereich wieder anziehen wird. Also das sind für uns eher kurzfristige Betrachtungsweisen. Bernard Arnault, der Besitzer letztendlich von Louis Vuitton und auch der Geschäftsführer, wobei Geschäftsführer, glaube ich, ist er gar nicht mehr, ist aber auf jeden Fall auf jeden Fall noch im Aufsichtsrat. Ja, im Aufsichtsrat ist er noch. So, aber er kauft wie kein Zweiter, ja, also quasi fast auf täglicher Basis, nicht ganz so sehr, aber sehr, sehr viel. Und würde Sie einladen, eher über solche Dinge nachzudenken, bevor Sie da Angst bekommen. Louis Vuitton ist hervorragend aufgestellt, tolle Margen und die Preise, die Sie da gerade im Unternehmen sind, sehen oder am Aktienmarkt sind, für uns klare Kaufsignale. Damit sind wir dann auch schon am Ende des Vortrags und würden jetzt nochmal auf den Kapitaltag hinweisen. Das geben wir jetzt auch gleich nochmal in den Chat hinein. Der wird eben im Norden von München, also zwischen München und Ingolstadt, am 25. Oktober stattfinden. Professor Dr. Otte, Dr. Markus Krall, Volker Hellmeier, Winfried Stöcker werden da sein. Du, Pascal, bist auch dabei, ich bin dabei. Genau, genau. Wird eine ganz, ganz tolle Sache. Gibt noch einige Plätze, gerne dazukommen, würden wir uns natürlich freuen. Und hier auch nochmal der Hinweis zu unserem Vermögenscheck. Auch das kommt jetzt gleich nochmal in den Chat hinein. Warum der Vermögenscheck und was bringt es für Sie? Oftmals ist es so, dass über die Jahre hinweg, wenn Geldanlage über lange Zeit hinweg passiert, gibt es einige Anlageklassen, die sich prozentual sehr stark entwickeln und einige weniger stark. Und das ist oftmals der Moment, wo man wieder neu adjustieren sollte, neu nachdenken sollte, ist das Portfolio, ist das gesamte Investment gut aufgestellt oder muss man bei einigen die Stellschraube drehen? Und das bieten wir Ihnen an, ganz kostenlos, ganz unabhängig und auch neutral, selbstverständlich, mit unseren Kollegen, nicht nur auch mit mir, sondern auch mit dir, Pascal, oder dann eben auch mit dem Kollegen Philipp Schäferhoff. Genau. Das Ganze unter max-otte-force.de/vermögenscheck. Herzliche Einladung auch dazu.
Genau. In diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn wir uns entweder über diesen Weg sehen oder dann natürlich auch auf dem Kapitaltag und würden jetzt sehr, sehr gerne Ihre Fragen vorlesen. Hier eine Bitte. Wir geben das in den Chat hinein und da wird man das dann Stück für Stück vorlesen. Geben Sie uns ein bisschen Zeit. Kann sein, es sind viele Leute, die zuschauen, dass wir das jetzt nicht sofort alles hinbekommen. Wir machen es Stück für Stück. Also eine krachende Rezession würde ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht sehen. Was die Fed realisiert hat, ist, dass die Inflation sich reduziert hat, dass aber auch die Arbeitsmarktzahlen einfach besser geworden sind. Oder beziehungsweise, dass man eben, um die Arbeitsmarktzahlen zu stützen, dass halt da eine Zinssenkung durchaus sinnvoll ist. Dass die Schritte jetzt relativ schnell sind. Mit 0,5 hatte ich ehrlicherweise an dieser Stelle auch nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, es wäre 0,25. Da waren wir uns aber innerhalb des Teams auch nicht ganz einig, wie es sein wird. Es sind dann 0,5 geworden. Jetzt weitere 0,25 bis 0,5 angekündigt. Also die krachende Rezession sehen wir jetzt erstmal nicht. Aber es könnte durchaus nochmal auch turbulenter werden an den Börsen. Das ist auch ein Grund, weshalb wir jetzt in den Max-Otto-Fonds auch etwas mehr Liquidität halten, als das sonst der Fall ist. Viele Unternehmen sind sehr hoch verschuldet, etwa bei Bybubble rund 86% Fremdkapital. Das Eigenkapital ist überwiegend in ausländischer Hand. Somit fließt viel erarbeitete Wertschöpfung aus den Betrieben und aus der Nationalökonomie ab, mit der Folge höherer Preise, niedrigere Reallöhne und höherer Arbeitslast bzw. lange Arbeitszeiten und starker Zunahme von psychischen und leiblichen Krankheiten. Wann kommt die Frage? Den ESG-Ideologen scheinen Schulden ebenso gleichgültig zu sein wie die Beteiligung von Industrieproduktion an Kriegen. Wie achtet man bei den Max-Otto-Fonds auf diese ethnischen Problematiken, die sich auch auf die Betriebe, Personal, Aktionäre niederschlagen? Wie wir es gesagt haben, ESG ist für uns eher sogar ein Ausschlusskriterium. Wir achten nicht darauf, ob etwas ESG-konform ist, sondern wir bleiben beim puristischen Value-Investment, wie es Warren Buffett lehrt oder wie es Graham oder Munger gelehrt haben. Und da gab es nie die Idee davon, wie Sie es eben geschrieben haben in Ihrer Frage oder in Ihrer Feststellung vielmehr, danach zu handeln. Was aber wichtig ist, und das gehört schon ein bisschen zu diesem ESG, wir achten darauf, dass es ein fähiger Manager ist. Ein fähiger Manager, der dieses Unternehmen leitet. Und wenn der jetzt anfangen würde, irgendwelche woke, kranke Sachen zu machen, würden wir aus dem Investment aussteigen. Das ist die Idee, wie wir mit ESG umgehen. Ja, absolut. Mehr muss man, glaube ich, nicht dazu sagen. Nein. Wir haben in dem Zusammenhang dann auch eine Frage zu Fortescue. Aktie hat ziemlich nachgegeben. Wäre das jetzt gegebenenfalls ein Value Investment? Wir haben uns das Unternehmen nicht näher angeschaut, sondern es nur im Zusammenhang mit dieser ESG-Komponente. Das ist grundsätzlich allerdings eher eine Negativkomponente. Also das würden wir, im Endeffekt, wie der Florian es gerade gesagt hat, also wer einmal die ESG-Welle geritten hat, den betrachten wir eher skeptisch als optimistisch. Zum Kapitaltag wird es kostenlose Aufzeichnungen vom Kapitaltag für Privatinvestor-Abonnenten geben. Wir hatten da vor 4-6 Wochen eine Aktion per E-Mail rausgesendet. Da hat es kostenlose Tickets gegeben. Ich bin der Meinung, dass es vielleicht auch sogar noch ein oder zwei im Kontingent gibt. Also schreiben Sie uns da gerne mal an. Ich kann nichts versprechen, weil ich nicht weiß, ob die schon weg sind. Wir hatten da ein Angebot gemacht. Tatsächlich ist es so. Handelt die Fed noch im Sinne der Bevölkerung oder nur mehr im Sinne der Politik? Also wer glaubt, dass die Fed oder sonst jemand, EZB oder Kanzlerin Merkel oder sonst jemand, im Sinne der Bevölkerung handelt oder gehandelt hat, muss ich sagen, der hat nicht gelebt. Ja. Also das tut mir leid, das ist völlig an der Thematik vorbei. Die verfolgen ganz eigene Ziele. Ja. Und das, alles andere, was dann passiert, sind Kollateralschäden. Das Interessante daran ist, wir können trotzdem damit arbeiten. Obwohl sie nicht in unserem Sinne arbeiten, kann man trotzdem damit arbeiten. Ja. Aber wer glaubt, dass all die Leute da in unserem Sinne arbeiten, der ist völlig lost, muss man leider so sagen. Ja, also ist auf jeden Fall auch politisch getrieben, also ganz klar natürlich auch in Europa. Also wir haben ja nicht umsonst eine Politikerin und keine Bankerin, die der EZB vorsteht. Nebenbei wirklich
verurteilt, strafrechtlich. Wahnsinn. Die Frage zu Louis Vuitton nehme ich gerne, weil es bei uns die größte Position ist. Ihr seid ausgestiegen. Ja. Also auch bei Louis Vuitton ist ja aus meiner Sicht der zweitbeste Luxuskonzern. Der beste Luxuskonzern ist Ferrari, der zweitbeste ist Louis Vuitton. Louis Vuitton hat große Probleme in China, wie alle Luxuskonzerne. Da muss man aber ein bisschen zu den Chinesen auch schauen. Und da würde ich jetzt schon fast wieder zu meinen Folien zurückgehen, zur Global Liquidity, die einfach jetzt massiv angeworfen wird. Also die Druckerpressen wurden wieder aus den Kellern in die Haupthallen der Notenbanken hervorgebracht. Die werden gerade entstaubt, die Blätter werden eingelegt, die Druckerschwärze ist parat. Die Märkte werden jetzt mit Geldern geflutet. Das kann ich Ihnen sagen. Es gibt da noch eine Sache, die vielleicht die wenigsten wissen, und das müssen Sie sich vielleicht auch gerne, nehmen Sie es mal mit und schreiben Sie es sich vielleicht mal auf, bei all der Panik. Rund ein Drittel der Baby-Boomer-Generation in den USA geht in den nächsten 2 bis 6 Jahren in Rente. Das müssen Sie sich, schreiben Sie sich das mal auf. Das ist ganz wichtig jetzt zu verstehen. Und die Altersvorsorge wird in den USA zu 99% aus Wertpapieren gemacht. Da sind Anleihen dabei, auch ein bisschen Gold, auch ein bisschen Immobilien, aber sehr, sehr viele Aktien. Super viele Aktien. Und wenn der allgemeine Aktienmarkt dort um den Faktor 25%, 30%, 40%, 50% abgibt, werden Menschen, und das meine ich jetzt wirklich, aus ihren Häusern ausziehen müssen und in Zelte einziehen müssen. Das können Sie sich wirklich bildlich so mitnehmen. Und das kann ich sagen, das wird vielleicht mal so kurz passieren, maximal, aber dann wird noch mehr Geld in den Markt geschmissen. Das will keine Regierung dieser Welt haben, denn die würden dann einfach nicht mehr gewählt werden. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir natürlich weiterhin große Schwankungen sehen werden. Wir werden auch Rückschläge sehen, ja, und vielleicht sogar auch schwarze Schwäne. Aber Sie können sich sicher sein, dass, und bitte, ich bewerte das nicht als gut, ich kann Ihnen nur sagen, wie es läuft, dass immer wieder Notenbanken anfangen, das Ganze mit Geldern abzufangen und es danach wieder hochgeht. Herr Otte meidet ja den Bitcoin wie der Teufel das Weihwasser, sehr gut. War das von Ihnen eben eine Empfehlung für Bitcoin oder ging es eher um Coinbase als partizipierender Wert? Genauso ist es. Wir gehen da nicht zu Bitcoin selbst, sondern wir gehen da zu Coinbase. Die uns schon länger auch verfolgen, wissen warum. Frage an Sie, gerne in den Chat hinein. Wussten Sie, dass es möglich ist, dass es mehr als 21 Millionen Bitcoins gibt? Gerne mal in den Chat hinein. Und die allermeisten wissen das eben nicht. Und das ist das große Problem. Wir haben die ehrenvolle Aufgabe, das Geld von Dritten anlegen zu dürfen. Und wenn ich da etwas tun würde, wovon ich keine Ahnung habe, dann bin ich fehl am Platz. Das muss ich ganz klar sagen. Das heißt, ich kann nicht in Bitcoin investieren, weil ich nicht weiß, ob der Bitcoin in 5, 10 oder 20 Jahren das dominierende digitale Konzept sein wird. Ich weiß es einfach nicht. Könnte auch Ethereum sein. Könnte auch Solana sein oder Avalanche. Ich habe keine Ahnung. Und da ich das nicht weiß, darf ich es nicht machen. Was ich allerdings weiß, ist, dass Coinbase, und ich habe da eine Stunde drüber gesprochen, allein über diesen Part, gerne mal zurückschauen, dass Coinbase eine Partnerschaft mit BlackRock eingegangen ist, die nicht nur Forschungslabore beinhalten, die nicht nur die Beheimatung der ganzen Fonds innehat, sondern die auch die Custody-Geschäfte, also die Verwahrung dieser Fonds hat, den Handel und all das. Und da geht es ja jetzt halt weiter. Es geht ja nicht mehr nur um Bitcoin, es geht ja weiter mit Ethereum, Solana wird da irgendwann nachkommen. Und wir hatten da auch in unserem Methodencamp, wo wir jetzt die Tage waren, in einem ganz, ganz tollen Weinhotel. Ja. Vielleicht bist du das noch ein bisschen angeschlagen. Ja? Also, haben wir eben darüber gesprochen, man darf eins nicht vergessen. Was ist beim Bitcoin passiert? Und das ist jetzt erst im Januar passiert. Der Bitcoin wurde den Romantikern entrissen und wurde der Wall Street zugeführt. Jetzt auch wichtig, bitte verstehen. Der Bitcoin wurde von Satoshi entworfen, um ein Peer-to-Peer-Netzwerk für Zahlungen zu entwerfen. Ja, dass ich dem Pascal 2,50 € überweisen kann, wenn ich da Lust drauf habe und den nicht über die Banken gehen möchte. Ein System, das quasi out of the box ist. Und
da haben einfach die Wall Street kein Interesse dran, das muss man wissen, und auch Regierungen haben kein Interesse dran. Sie konnten es aber nicht platt machen, das System. Du kannst Bitcoin nicht abschalten. Also was macht ein, ihr müsst euch mal ein Buch durchlesen, von Sun Tzu heißt er, glaube ich, oder Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Ja. Was macht ein General, wenn er einem Feind gegenübersteht, den er nicht besiegen kann? Ja, dann befreundet er sich mit ihm und versucht ihn so zu übernehmen oder davon zumindest zu partizipieren. Und genau das ist passiert. Die Wall Street, auch genannt SEC oder weitere Konsorten, haben einfach gesagt, ja, dann dürft ihr doch euren Fonds machen, aber bitte nach unseren Richtlinien und so, dass wir alle schön mitverdienen. Und dann dürft ihr, liebe Freunde, das machen. Also der Bitcoin ist erwachsen geworden. Er ist heute kein Instrument mehr für Menschen, die Unabhängigkeit und B2B-Netzwerke, P2P-Netzwerke haben möchten. Es ist ein Instrument der Wall Street, in das massiv Geld reinfließt. Warum? Weil das ein Ort ist, wo Banken und Vermögensverwalter noch Steuerung haben können und gleichzeitig massiv Geld verdienen können. Und sie tun das deswegen, weil sie es auch müssen. Jetzt habe ich viel zu viel über Bitcoin und Coinbase gesprochen. Will ich eigentlich gar nicht. Aber merkt euch eins, Romantik raus, Wall Street on. Das ist jetzt Programm. Ja, absolut. Ich bin jetzt auch wieder ansprechbar. Entschuldigung dafür. Genau, dann haben wir, genau, die Frage ist ja beantwortet. Ihr habt Coinbase und nicht Bitcoin selber drin. Dann auch noch eine Frage zu Trump, der Werbung für Kryptowährung macht. Bei Trump könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell auch in einem eigenen Interesse ist und es dann irgendwann den Trump-Coin gibt. Den gibt es schon, glaube ich. Den gibt es schon. Das war ein Meme-Coin. Ja, also deshalb, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Unsere Einschätzung zu Amadeus Fire, das ist ja bei uns eine kleine Position im Max Otto Multiple, Personalvermittler und auch Anbieter von Weiterbildungsdienstleistungen im Personalbereich. Die haben es natürlich jetzt aktuell auch etwas schwer. Wir stehen meines Wissens, glaube ich, aber auch so etwa 10-15% im Soll bei dem Investment. Ist ein schwieriges Pflaster aktuell einfach in Deutschland. Da können wir auch gleich schon bei der nächsten Frage, die hier steht, darauf zukommen. Gutes Personal wird natürlich immer gesucht und das sehen wir auch weiterhin. Und da sehen wir dann auch den Vorteil, den Amadeus Fire dann einfach hat. Aber es sind aktuell schwierige Zeiten. Die Nachfrage lässt dann natürlich auch etwas nach. Und in dem Bereich wird es dann aber auch schwierig. Wir sind aber von der grundsätzlichen Qualität des Unternehmens überzeugt und werden auch vorerst dabei bleiben. Mhm. Und ja, dann greife ich das direkt mit auf in dem Zusammenhang. Wir sehen die Zukunftschancen für deutsche Unternehmen wie BASF oder Sixt bei der aktuellen politischen Lage und auch im Hinblick auf Zahlung einer Dividende ohne die Unternehmenssubstanz. Das finde ich einen ganz wichtigen eine Einfügung ohne die Unternehmenssubstanz anzutasten, weil die Dividende den Gewinn übersteigt. Also bei BASF schwierig. BASF ist auf niedrige Energiekosten angewiesen. Florian hat es auch eingangs ja schon mal angesprochen, was das Thema ESG angeht. Einerseits brauchen die Mitarbeiterkosten, also das muss nachvollziehbar und es muss sinnvoll sein. Die Mitarbeiter müssen von dem Geld leben können und bei BASF arbeiten sehr, sehr viele Facharbeiter, also da werden die Löhne sicherlich stimmen. Aber auf der anderen Seite brauchen die natürlich günstige Energie. Und wenn die günstige Energie nicht haben, dann werden sie erstens Deutschland verlassen, was sie tun, denn sie wandern ja nach China ab. Und zweitens werden sie dann Standorte, die hier sind, wie eben Ludwigshafen, werden weiter Kapazitäten runtergefahren und werden dann im Endeffekt auch Mitarbeiter werden entlassen. Und man muss natürlich dann auch schauen, wie sich das alles dann wirklich auch auf die Geschäftsentwicklung auswirkt. Also wir halten oder ich halte die Dividende von BASF nicht für in Stein gemeißelt. bei Sixt sieht die Lage ein bisschen anders aus. Sixt hatten wir auch in erster Linie in den Fonds verkauft, weil wir einfach mit dem Management unzufrieden waren. Und weil sich diese negativen Managemententscheidungen dann auf das operative Geschäft ausgewirkt haben. Und wir beobachten das Unternehmen noch und wenn wir der Meinung sind, dass das Management sich wieder gefangen hat und dass es wieder in einem vernünftigen, rationalen Fahrwasser unterwegs ist, dann wäre Sixt grundsätzlich auch wieder eine Investition wert. Und auch da sehen wir die Dividende auch noch werthaltiger. Allerdings hat sich das Unternehmen eben auch in die Elektromobilität verrannt
Und das war sicherlich ein Fehler, sich darauf zu fokussieren. Diesen Fehler korrigiert das Unternehmen gerade. Allerdings kostet das Geld, weil die Wiederverkaufswerte für die gebrauchten Fahrzeuge, das ist einer der Grundpfeiler des Geschäftsmodells von Sixt, die sind einfach deutlich niedriger, als das Unternehmen das eigentlich haben wollte und vor allem, als das Unternehmen damit geplant hat. Und das hat den Ausblick dann noch eingeschränkt. Und wir haben für uns die Rückschlüsse daraus gezogen, dass wir das Management deutlich kritischer beäugen, als wir das bei Erich Sixt getan haben. Und aber wie gesagt, da sind wir deutlich optimistischer, als wir das jetzt bei BASF sind. Mhm. Dann, welche Rohstoffaktien sind bei euch noch weiterhin im Fonds neben Yellowcake? Was wir auch drin haben, wir haben Barrick Gold noch mit drin als Goldproduzenten. Wir haben Chevron und Exxon, beides Öl und Gas. Und wir haben dann auch noch Equinor als europäisches Investment im Gasbereich. Mhm. Und die Einschätzung zu WF Corporation? Da habe ich persönlich keine Meinung zu, also ich, oder keine positive Meinung, um es mal so zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Unternehmen aus dem Privatinvestor, ob es da noch in der Überwachung ist. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, das Fondsgeschäft von Professor Otte und das Börsenbriefgeschäft sind aufsichtsrechtlich strikt getrennt. Das heißt, ich weiß nicht, was die Frau Franzisi macht und die Frau Franzisi weiß nicht, was ich mache. Genau, und dann ist hier nochmal die Nachfrage zum Kapitaltag. Genau, also ich hatte ja Münchner Norden gesagt, also es ist zwischen München und Ingolstadt. Dazwischen mehr sage ich noch nicht. In 2-3 Wochen sagen wir da mehr dazu. Ja. Ich sage das deswegen nicht, ich würde es gerne machen, aber wir wurden schon mal gecancelt an einer an einem Veranstaltungsort. Da habe ich nicht nochmal Lust drauf. Ja. Das will ich ganz offen so sagen. Das ist der Grund, warum wir es nicht machen. Ich hoffe, wir haben da Verständnis. Wir haben ehrlich gesagt auch nur verständnisvolle Leute und Rückmeldungen deswegen dafür bekommen. Ja. Ja, ihr Lieben, gerne mehr Fragen. Wir nehmen uns Zeit für euch. Also haut raus. Das, was wir beantworten können, machen wir. Was wir nicht können, sagen wir ganz transparent. Genau, also gerne noch weitere Fragen. Ja, absolut. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir hatten jetzt gerade im Chat noch mal eine Rückmeldung zu BASF, dass die Investitionen zurückgefahren werden, ganz klar, weil auch die Nachfrage in Europa nachlässt. Die Nachfrage ist dann in China deutlich höher. Da ist nur die Frage, wie das mit dem politischen Risiko aussieht und ob dann wirklich die Dividende insoweit wirklich sicher bleibt. Also wie gesagt, wir halten uns sowieso sehr eher weg von deutschen Unternehmen. Wenn, dann wollen wir im Mittelstand zum Beispiel so eine Atos Software, aber auch eine Amadeus Fire. Auch Sixt zählen wir noch, obwohl es mittlerweile natürlich schon ein großes Unternehmen ist, noch zum Mittelstand. Und wenn sich das Management wieder berappelt, wie man bei uns in der Gegend sagt, also wieder auf die alten Werte besinnt, dann ist das für uns auch grundsätzlich wieder ein Investment. Genau. Gut, ja. Jetzt haben wir hier noch die Frage. Wie sehen Sie einen Immobilien-Direktinvest? Also Wohnimmobilien ist ja immer so eine Sache, weil es oftmals mit heftigen Emotionen verbunden ist, ne? Weil man natürlich drin wohnt. Wenn man es dann vermietet, wird es schon ein bisschen anders. Aber im Wesentlichen ist es so, Immobilien sind immobil und ehrlich gesagt auch mit relativ viel Arbeit verbunden. Und deswegen sehen wir das im Sinne der Kapitalanlage, der Investition, eher als geringer geeignet. Ja, liegt am Standort auch. Deutschland macht es einem da sehr, sehr schwer inzwischen mit den ganzen Auflagen, die da kommen. Und ja, das ist also das, was dagegen spricht. Was dafür spricht, sind die ständig steigenden Mieten. So hoch, dass ja, Leute kaum mehr mieten oder wohnen können. Das muss man auch dazu sagen. Das ist die Kehrseite. Wir sehen einfach deutlich größere Potenziale im Bereich Gold, im Bereich Aktien und bleiben daher dem Immobilienmarkt fern. Wir könnten übrigens auch das Thema Immobilien durch Fonds machen. Ja, es gibt Aktien wie Vonovia, die in Wohnraum in Deutschland investieren. Also das wäre auch möglich. Wäre dann eher noch was, aber selbst die finden Sie in unseren Fonds nicht, ausgegebenen Anlass. Berkshire, reicht mir das als Privatanleger nicht auf die kommenden 20 oder 30 Jahre wegen dem Argument zum US von euch besser als jeder Fonds? Gute Frage. Also das kann ich Ihnen ehrlich gesagt in 20 bis 30 Jahren sagen, ob es besser ist als jeder Fonds. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus. Ich gehe aber davon aus, dass es ein Investment für die nächsten 20, 30 Jahre ist. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber ob es besser ist als jeder Fonds? Ja. Und ob man nur auf Berkshire setzt, also dass man Berkshire
beimischt und hält, ohne Frage. Aber das obliegt dann der eigenen Einschätzung, ob man wirklich nur auf eine einzelne Aktie setzen möchte. Ist Allianz als deutsches Unternehmen interessant? Ja, ist interessant. Würde da allerdings eher noch auf Münchner Rück setzen. Beide sportlich bewertet, ja, muss man dazu sagen. Deswegen für uns aktuell kein Investment, aber an sich ist es interessant. Ja, dann die Einschätzung zu europäischen Chip-Herstellern. Infineon wäre eben gerade der, den wir uns nicht anschauen würden. Wir würden da eher uns dann quasi den Hersteller der Hersteller anschauen. Das ist ASML. Ja. Das wäre eher noch was, aber auch die sind sportlich bewertet. Ja. Und man darf nicht vergessen, die Chipindustrie folgt auch immer einem Schweinezyklus. Und momentan sind wir in einem zunehmenden Punkt, sieht man an Nvidia und anderen. Die sind aber schon sehr gut gestiegen und da fällt es uns also auch schwer. Intel ist schon stark zurückgekommen. Also da wird man eher vorsichtig sein, muss ich ganz offen dazu sagen. Genau, die nächste Frage ist dann vielleicht für dich nochmal interessant. Ja, gern. Ein Zuschauer schreibt uns, dass er über die Hausbank heute ein Schreiben ihn erreichte, dass der PI Vermögensbildungsfonds in den PI Global Value Fund überführt werden soll. Ja, das ist richtig. Das möchten wir. Der PI Vermögensbildungsfonds wird komplett mit seinen vollständigen Vermögenswerten in den PI Global Value Fund überführt werden. Das hat für uns mehrere Gründe. Es ist einerseits so, dass wir es vereinfachen wollen. Die Fonds sind sowieso ähnlich strukturiert, weil es beides sogenannte UCITS-Fonds sind, die sich an in Anführungszeichen kleinere Privatanleger richten. Jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu dem AIF, dem Max Otte Multiple, der ja auch ein bestimmtes Mindestinvestment in der Regel voraussetzt. Wir wollen das Ganze vereinfachen. Wir wollen damit auch Kosten sparen, weil damit doppelte Kosten praktisch wegfallen. Das heißt, wir haben dann die Depotgebühren, die Managementgebühren, all das, was eben beim Vermögensbildungsfonds separat anfällt. Das können wir uns sparen. Es ist aufsichtsrechtlich leichter und ja, wir erhoffen uns damit auch auf der einen Seite auch eine höhere Präsenz des Fonds, weil wir natürlich das Volumen erhöhen. Grundsätzlich für die Anleger, es ist so, dass die Anteile vollständig in den neuen Fonds überführt werden. Das heißt, sie geben sozusagen ihre Fondsanteile am Vermögensbildungsfonds, die geben sie ab und sie kriegen dafür dann Anteile am PI Global Value Fonds, die wertmäßig aber demselben, also die demselben Wert entsprechen. Was der Fall sein könnte, eventuell, falls Sie einen Sparplan auf den PI Vermögensbildungsfonds haben, dass Sie das dann anpassen müssten auf den PI Global Value Fund. Wir werden aber auch in den kommenden ein, zwei Wochen da auch nochmal eine Information nochmal rausgeben und wir werden das Thema gerne auch nochmal im nächsten Webinar ausführlicher besprechen. Genau. Dann haben wir hier noch die Frage, in welcher Stückelung macht Gold für Privatleute am meisten Sinn? Also es gibt da für mich zwei Antworten. Einmal ist es natürlich die absolute Krisenvorbereitung. Ja, das wäre dann die Idee, dass das Geldsystem völlig versagt und man beim Bäcker nichts mehr bekommt. Nur noch Tauschgegenstände oder der Schwarzmarkt blüht und solche Dinge. Dann wäre die kleinstmögliche Stückelung die beste, 1 Gramm und sogar noch kleiner. Im Sinne des Investments sollte sie so groß wie möglich sein, weil je kleiner das ist, desto größere Handling-Fees haben sie und all das. Also deswegen sehen wir das zweigeteilt. Im Übrigen werden wir auch ab Oktober einen physisch gedeckten Fonds auflegen, der nichts anderes tut, als in Gold zu investieren. Der wird in Liechtenstein sein, das heißt auch außerhalb der EU, innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Sie können damit alles tun und kann mit Stückelungen von 100 Euro bereits gezeichnet werden. Da kommen wir nochmal auf Sie zu. Da freuen wir uns, weil das wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit sein wird, das dann auch sicher und rentabel zu verwahren zu lassen. Genau. Gibt es neue Informationen zur Gazprom-Aktie? Nein. Tut mir leid. Gut, dann haben wir hier jetzt noch, können Sie Banken für Investments in Panama empfehlen? In einer Ihrer letzten Vorträge sagten Sie, dass Sie eine Bankenliste für die Zusammenarbeit erstellen wollten. Ich hoffe, ich hatte das richtig verstanden. Also, Panama ist sicherlich ein Standort, der seine Vorteile hat. Allerdings ist es schon so, dass es relativ weit weg ist. Das ist der Nachteil daran.
Sie müssen immer sehen, wenn es um Krisen geht oder Krisenvorbereitung, sollte man eher auf etwas zurückgreifen, das schon in der Nähe ist, ja, wo man vielleicht auch mal hinfahren kann, wo die Leute die ihre Sprache sprechen. Und deswegen ist für uns weltweit, muss ich wirklich so sagen, der Bankenplatz Nummer 1 Liechtenstein. Selbst die Schweiz hat verloren. Ja. Von Deutschland möchte ich gar nicht sprechen. Also und auch Panama gehört da nicht dazu. Für uns ist Liechtenstein die Nummer 1, weil es am sichersten ist, weil es schnell erreichbar ist. All das, genau. Ja, wenn man heute die Indizes anschaut, glaubt man, dass es keine Angst mehr gibt, obwohl der September der schlechteste Monat im Jahr ist. Ja, historisch ist das so. Die Regeln der Börse spielen anscheinend keine Rolle mehr. Macht das Ihnen keine Sorgen? Ja, schon. Aber das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Wenn wir uns einfach nur sorgen, das hilft uns leider nicht weiter, sondern wir müssten uns mit der Situation arrangieren, die wir haben. Und wir bewerten es so, dass der September zwar jetzt ungewöhnlich positiv war, was die Indizes angeht, was jetzt sicherlich kurzfristig insbesondere an der FED-Entscheidung liegt, dass die Zinsen gesenkt wurden, aber wir bleiben, was das Thema angeht, weiterhin vorsichtig und können uns leider nicht nur auf historische Werte beruhen, sondern wir müssen uns in der Echtzeit bewegen. Und aber ja, auch uns wundert es, dass der September jetzt so positiv ist in den Indizes. Allerdings sehen wir das wirklich kurzfristig getrieben. Und es gab immer wieder mal einen positiven September. Aber es ist halt, Statistik ist auch immer mal die Abweichung von der Norm. Dann die Frage noch von Marco. Welchen Favoriten sehen wir bei den Minenaktien? Natürlich haben wir auch keine Glaskugel, Marco, das weißt du. Aber wir finden hochinteressant WPM, Wheaton Precious Metal. Die haben eine ganz hervorragende Bilanz. Die wissen, was sie tun, sind seit Jahrzehnten am Markt. Ist jetzt auch noch nicht so groß wie Barrick Gold oder andere. Das finden wir hochinteressant. Und der andere ist dann noch Royal Gold, weil sein Kapital, weil das ein nicht kapitalintensives Geschäft ist. Also die sind jetzt nicht zu vergleichen mit einem Barrick Gold. Das Geschäftsmodell ist dann nochmal ein bisschen anders. Zahlen auch vernünftige Dividenden. Das ist für uns so der Punkt, wo wir sagen würden, das kann man sich anschauen, ohne dass wir jetzt eine Kaufempfehlung abgeben dürfen. Das wissen Sie ja, das weißt du, Marco. Immer schön vorsichtig bleiben. Ne? Ja, wir haben jetzt noch eine kurze Anmerkung zum PI-Vermögensbildungsfonds. Ja, der ist jetzt in den letzten 2 Monaten was zurückgekommen. Wird sich das bald wieder bessern? Ja, das ist natürlich unser Anspruch, dass wir da auch weiterhin eine gute Performance weiterlegen wollen. Grundsätzlich, wie gesagt, wie ja schon einer der Teilnehmer angesprochen hat, wird der PI-Vermögensbildungsfonds voraussichtlich meines Wissens zu Ende Oktober in den PI Global überführt werden. Und dann natürlich aber zu dem Performance-Stand, den er dann zu dem Zeitpunkt hat. Und dann werden ihre Werte dann entsprechend erhalten bleiben. Mhm. Dann, was halten Sie von Zollfreilagern mit Gold in Liechtenstein oder der Schweiz? Was halte ich davon? Nichts, muss ich ehrlich sagen. Warum? Ich habe mir das mal angeschaut. Die sind, sorry, sauteuer. Die sind wirklich sehr, sehr teuer. Und das eine ist ja das, was Sie sehen, was an Managementgebühren abgerechnet wird. Das zweite, was Sie aber, was da noch krasser eigentlich reinläuft und was Sie nicht sehen, das sind die Spreads, nämlich den Ankauf. Preis und den Verkaufspreis, den sie dann wirklich bekommen, und die sind teilweise echt fies. Habe da noch keinen Anbieter gesehen, der da seriös ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Also mir geht es jetzt da nicht so sehr um die Sicherheit, aber die sind einfach sauteuer. Deswegen halte ich da nichts davon. Was halten Sie von Anheuser-Busch? Ich trinke sehr gerne Budweiser, das Rote. ich halte auf gar keinen Fall die Aktien. Das Management ist super schlecht. Warum? Schauen Sie sich mal die Zeitpunkte der Aktienrückkäufe an. Die kaufen immer dann die Aktie zurück, wenn sie am Höchstpunkt ist, ja. Und geben neue Aktien aus, wenn sie am niedrigsten ist. Also das ist Geld vernichten pur. Und zwar Ihr Geld. Ja. Das Bier finde ich gut. warum sind Barrick und Pan American Silver billiger als vor Jahren, trotz Höchstständen bei den Edelmetallen? Hat natürlich auch mit den Produktionskosten zu tun, das korreliert ja auch. Grundsätzlich sind sie jetzt eben billig, weil wir gerade, also das ist zumindest unsere Meinung, immer noch am Anfang eines neuen Rohstoffzyklus stehen. Und das ist dann der Punkt, wo diese Unternehmen eben billig sind und dann werden sie über die Zeit wieder teurer. Und wenn sie dann teurer werden, das ist dann auch der Punkt, wo wir dann auch langsam aussteigen müssen. Vielleicht da auch nochmal der Hinweis, Sie können über solche Themen natürlich auch mit unseren Kollegen den Herrn Schäferhoff sprechen. Ja, wir dürfen ja da keine direkte Anlageberatung machen, aber wir können sicherlich aus unseren Erfahrungen erzählen
und haben da vielleicht den einen oder anderen Tipp. Also einfach mal beim Kollegen melden, Philipp Schäferhoff. Und wenn er nicht helfen kann, dann würde er Ihnen das auch sehr transparent sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, weil wir da schon sehr viel Erfahrung haben. Auch auf die Gefahr, dass wir, wie gesagt, nicht helfen können. Genau. Wir müssen noch eine Frage zu Energieanbietern, beispielsweise Siemens Energy. Halten wir uns aktuell fern, weil wir es, also gerade in Deutschland, aber auch generell in Europa, schwierig sehen, was das Thema angeht. Klar würde es immer Produzenten geben von Strom, von Energie. Und wir werden auch hoffentlich immer Abnehmer haben. Aber es ist für uns ein schwieriges Thema. Auch zum Beispiel, wo wir jetzt diese ESG-Komponente da ja auch wieder bei haben. Also ich sehe jetzt nicht, dass demnächst alles nur noch Biostrom sein wird. Und ja, schwieriges Thema, wo wir uns eher an der Seitenlinie sehen. Ja. Ja, da haben wir hier jetzt noch eine Frage. Chevron oder Petrobras? Dividende? Fragezeichen. Wir finden ehrlich gesagt beides interessant. Allerdings vor dem Hintergrund einer politischen Stabilität in den USA würden wir Chevron etwas übergewichten und Petrobras beimischen. Obwohl Petrobras sicherlich die höhere Dividende zahlt. Ja, aber immer schön vorsichtig bleiben. Nicht versuchen, schnell reich zu werden. Langsam reich werden ist viel, viel angenehmer und geht auch viel, viel besser. Und ja, wir rechnen damit, dass die Inflation wieder zurückkommt. Allerdings noch nicht jetzt. Nämlich erst dann, wenn der der Geldmengenfluss seinen Höhepunkt erreicht hat, dann wird die Inflation wieder kommen. Also wir werden darüber berichten, noch nicht jetzt. Das muss jetzt alles erst noch mal ein bisschen verdaut werden. Übrigens diesen Zinssenkungsschritt, den wird man nicht so schnell merken. Deswegen wird noch ein weiterer kommen, ein weiterer kommen. Die Fed ist da immer hinten dran. Ja, the Fed is behind the curve, so heißt es. Das sind sie definitiv, wie immer. Und deswegen werden wir da auch noch keine Inflationseinflüsse sehen. Noch nicht schnell. Wir werden aber definitiv darüber berichten. Ja. Würde ich sagen, dass wir das Ganze mal zu einem Abschluss führen. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich da sind. Vielen Dank für Ihre vielen Fragen, für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wenn wir Fragen schuldig geblieben sind, gerne einfach nochmal schreiben. Nutzen Sie die Möglichkeit, mit dem Kollegen Schäferhoff Ihr persönliches Portfolio zu besprechen. Da sind wir auch sehr gerne dazu bereit. Kommen Sie zum Kapitaltag, da würden wir uns sehr gerne, da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wann ist das nächste Webinar? Ja, Anfang Oktober. Das kann ich genau sagen, es wird wahrscheinlich am 10.10. sein. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Schönen Abend. Ciao.